Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge von Bausimulator im Multiplayer zusammen mit Pascal. Hallo. Wir sind wieder unter... Hinweis, der kranke Pascal. Ja, okay, der kranke Pascal. Ja, letzte Zusi-Aufnahme war ich richtig krank. Nicht richtig krank, aber krank. So. Jetzt bin ich krank. Also, ja. Wie auch immer. Mal dran hier. Aber wir produzieren natürlich trotzdem bei euch, soweit das möglich ist. Wenn es auch Probleme Zusi-Shorts jetzt gab, aber... Ja, letzte Woche ging nicht. Da war meine Stimme nicht. Was ist denn hier für eine große Baustelle? Genau, das habe ich irgendwie letztens habe ich da schon mal ein Bild eingeblendet, einfach so. Und im Sinne von, ja, hier fehlt einfach ein Stück von der Bundesstraße. Genau. Das war tatsächlich. Was wir jetzt bauen müssen. Tatsächlich war das, bevor ich den Auftrag angenommen habe, hier auch noch komplett Brachland. Also da war auch nicht so ein Stück Straße angefangen oder so. Da war ja einfach gar nichts. Und wir tun es das tatsächlich an, das hier alles zu glätten gleich. Nein, guck, hier, ich bin komplett perfekt jetzt gerade angekommen und park jetzt hier. So viel dazu. Mit der Frau Bürgermeisterin. Gucken, wie es da drüben ist. Durch die nahegelegene Brücke am Fluss wird dieser Ort häufig durchfahren, sehr zum Leidwesen der Bewohnerinnen und Bewohner. Es liegt mir am Herzen, den Menschen wieder mehr Ruhe zu bringen, denn ich bin in einem ganz ähnlichen Dorf aufgewachsen. Es war mir daher auch wichtig, dass deine Firma diesen großen Job Auftrag also, übernimmt. Laufen nicht eigentlich öffentliche Bauaufträge und mit zur Ausschreibung, also so, welche Baufirma das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet? Aber wenn sie sagt, dass sie unbedingt wollte, dass wir das machen, das klingt so ein bisschen nach Vetternwirtschaft. Aber ich bin kein Profi, ich bin nur Bauarbeiter. Aber weißt du... Ich habe dir vor Folgen schon gesagt, dass du nicht in die Sequenzen reinquatschen sollst. Hä? Okay, bei mir war auch keine Sequenz, wo ich geredet habe. Ach so, ja, weil ich die viel später gestartet habe. Okay, ja. Mein Fehler. Hast recht, ich bin schuld. Ein schöner Himmel. Eigentlich versuche ich das ja immer. Mittlerweile. Ja, nee, ich habe nur wesentlich später angefangen, weil ich das OBS-Fenster nochmal verschieben musste. Ach so. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal Kaffeepause. Schon viel besser. Was ist denn der erste Auftrag hier? Oberboden abtragen. Ist doch alles grün. Was wollen die denn? Ist es bei dir auch? Einmal eine Planierraupe holen. Ja, aber hast du mal Dings-Modus gedrückt? Ja? Hast du mal Bauarbeiter-Modus gedrückt? Nee. Bei mir ist da alles grün. Doch. Schön. Ist trotzdem nur Fortschritt 0%. Ja. Einmal Planierraupe. Ach, und wir haben ja den Erfolg erreicht. Das heißt, wir können jetzt wieder Fahrzeuge kaufen. Dieses Geräusch, das nervt ja mal richtig. Was soll denn das? Das heißt, ich kaufe... Eieiei, das klang nicht... Kann dieses Geräusch jetzt mal aufhören zu existieren? Bitte? Ey, du sollst auch auf zu hupen. Jetzt hupt er hier einfach rum, ey. Staunen sich da die Autos eigentlich? Boah, brauchen wir viele Fahrzeuge. Ich würde sagen, ich hole mir die Cat. Weil die ist krass. Und die andere haben wir ja schon. So, dann steigen wir einmal um. Wir lassen uns hinkutschieren. Und let's go. Ja, einmal nach unten. Du hast jetzt auf hoch gestartet, ne? Ja, ist auf hoch. Gut. Das heißt, das wird krass. Welchen Modus wir das machen wollen, aber hoch brachte so viel Geld. Und wir haben das Geld ja dringend nötig. Ja, stimmt. Deswegen haben wir es nicht gemacht, hoch. Stimmt allerdings. Ach, also, ja. Ihr könnt vielleicht Verzweiflung im Laufe der Folge oder sowas erwarten, ne? So viel sei nur schon mal vorgewarnt, ne? Ja. Also ich weiß ja nicht, was ich hier falsch mache, aber ich krieg 0%. Ja, bei mir ist auch 0%.
Aber es ist halt auch alles grün. Nicht, dass am Ende das Ding ja noch verbuggt ist und wir Geld ausgeben müssen, um den Schritt zu überspringen. Na, wenn, dann würden wir ja kein Geld ausgeben, sondern einfach nur Geld verlieren. Ja, wir müssen Geld ausgeben, dass der Subunternehmer für uns macht. Nee, ich glaube nicht. Aber es passiert ja echt nichts. Ja. Oder ist der Anteil einfach nur so gering, weil du das du schiebst es ja nicht raus. Du schiebst es ja nur, Ja, wo soll ich sonst hinschieben? Okay, nee, diese... Nein, auf die rechte Seite ist in dem Fall zum Beispiel. Du musst nach rechts oder irgendwas schieben. Ja, das ist ja... Okay, diese Planierraube ist kacke. Die sieht zwar mega cool aus, allerdings kann ich ein Schild nicht drehen. Also ich kann ihn halt nicht neigen, so. Du Scheiße, was ist das für ein Oschi? Nee. Den nehme ich doch hier über den Lieb her. Das bringt halt irgendwie gar nichts. Ja, ich glaube, wir müssen überspringen, oder? Ja. Also ich weiß nicht. Das geht doch schon. Aber so doch, hier doch, 6%. 6%? Ja. Also Umgehungsstraße, Bauabschnitt, Landschaftsgestaltung. Es sind 6%, ja. Also die Anzeige da oben verpackt. Nee, das ist der Oberbodenabtrag. Wir haben einfach so wenig, dass es unter 0% ist. Wir haben so wenig Oberboden abgetragen. Hätte ich jetzt vermutet so. Wir schieben ja doch Bahnen schon weg, also. Stimmt, insgesamt nur 6%. Da war gerade auf 1% so. Gerade flackert so ja. Ein bisschen. Was sollen wir denn hier alles abtragen am Oberboden? Ja, wir müssen es jetzt vor allem rausschieben. Das ist eher das Problem, glaube ich. Dass wir die Erde nicht nur durch die Gegend schieben, sondern auch noch raus. Aber weißt du was? Ich glaube, ich mache halt diese... Es müsste doch schon Prozentpunkte dafür geben, dass ein Teil des Boots schon mal das ordentliche Niveau erreicht hat. Ich habe das jetzt mal wieder angeschaltet, dass ein Teil der Erde verschwindet beim Planieren. Ja, das ist vielleicht ganz... Dadurch komme ich vielleicht auch ein bisschen besser durch. Das ist halt das unrealistischere Planieren sozusagen. Ja, ich würde sagen, es macht zwar nicht realistischer, aber... ein bisschen einfacher. Guck mal, jetzt geht's plötzlich auch hoch, die Prozentanzeige. Drum. Und doch tatsächlich, es liegt daran, dass die Erde nicht rausgeschoben, sondern wir zur Seite geschoben haben. Okay, aber das ist halt echt dumm, dass ich den Schild nicht drehen kann. Ja. Aber ich kann es immer schön hier zur Seite rüberschieben, alles von Bahn zu Bahn. Ja, du bist dann eher der dann nochmal hinterher schiebt. Naja, aber trotzdem, ich kipp das ja trotzdem an die Seiten, dann immer hier was. Links und rechts im Streifen, ich weiß. So, und gerade wenn das dann halt, wenn das vereinfachte Planieren sozusagen aus ist, dann mache ich ja gar nichts. Also dann. Ja, du schiebst einfach nur vor dir her und verteilst da links und rechts das Ganze. Ja, ja. Das ist irgendwie. Also die sieht cool aus. Habe ich auch aus Lego, aber. Nee. Sorry. Liebe Planierraube. Du warst ein Fehler. Liebherr. Jo, nehme ich die. Was mache ich? Miete die mal nur. So oft brauchen wir dann doch nicht. Planierraupen. Da reicht es auch mit dem Mieten. Standort. So, mal sehen, dass jetzt gleich alles hoffentlich hochgeht, wenn ich es ja wirklich zur Seite dann rausschiebe. Oh ja, das wird... Ich hoffe, dass er wirklich hochgeht, sonst bin ich ein bisschen planlos. Kann ich einfach nur noch dreimal drüber planieren. Ich helfe da ja jetzt. Ich
helfen dir nichts. Hast du noch eine Planierwoche gekauft? Ich hab gemietet. Also dann, außerdem habe ich die andere verkauft, also daher. Ah, okay. Ja gut, die Kette zu verkaufen war eine gute Entscheidung. Aber ich wollte mal sagen, was war mit 3 Planierer? Aber 2 Liebherr wäre vielleicht auch nicht falsch. Aber du kannst den mir doch mal hinterher schieben. Also ich schieb vor und du schiebst nach. Ey, guck mal. 38, fast 39%, so wie es aussieht. Das sieht doch schon wesentlich besser aus. Aber ja, 93%, doch geht. Die Erde muss weg. Was ist trotzdem am Anfang ein bisschen, ich sag mal, disappointing, wenn so 0% da steht, wo du schon so 2 Bahnen gefahren bist. Ich denke, da muss man wirklich mit dem Radlader ran dann zum Teil. Also gerade bei den größeren Haufen oder so, dann schiebst du schiebst es halt mit der Planierroppe zusammen und fährst es dann mit dem Radlader in den Laster. Wenn du es jetzt wirklich drauf anlegst. Das wäre ja dann fast schon professionell. Ja. Wenn man es drauf anlegt, also. Also professionell ist ja ein guter Niveau hier. Unser Niveau ist eigenartig. Dumm. Einfach nochmal random hier irgendwo langfahren. Damit auch ein bisschen RFD spawnen kann. Ja, so ungefähr. So funktionieren Baustellen, weißt du? Ja. Ich hab mich gerade gewundert, warum deine Hupe länger an war als meine. Ich hab doppelt gut. Ich hab Hupe. Oha. Gemacht. Yay, hab's geschafft. Ja! Ganz ohne Skippen, Pascal. Skippen ist nicht die Lösung. Ja, Tatsache. Ich wollte mich zu schnell unterkriegen lassen. Mann, wie weit muss man denn hier fahren? Ich bin raus. Ja, ich nicht. Der Kopf meine Seite der Macht. 1032 XP. So, schließen, fahren und verteilen. So, pass auf. Jetzt mache ich das Planieren nämlich wieder an. Dieses, aus. Das vereinfachte Planieren. Damit einer den Bullenkipper, einer den britischen Wagen mit Kran, oder? Haben wir nur einen Bullenkipper? Ja, wir haben einen Muldenkipper. Echt jetzt? Aber die Pritschenwagen kann man auch als Muldenkipper missbrauchen. Ja, aber da passt wenig rein. Weniger. Da passt wenig rein. Das ist wirklich wenig. Aber dann kannst du auch besser dosieren. Wenn du meinst. Dann nimm du aber den Pritschenwagen. Doch nicht. Okay. Ich hab's den Bodenkörper. Ach, warte, wo sind denn hier Fahrzeughändler? Sie können sich natürlich auch gerne einen zweiten Bodenkörper anbieten. Das war jetzt so mein Vorschlag. Ne, ein zweiter Bodenkörper ist allgemein, glaube ich, sinnvoll. Boah, ich hätte ja eigentlich gerne mal so einen knickgelenkten Bodenkörper. Knickgelenkt, ne? Ja, dann biet dir mal noch einen schönen Knickgelenk. Aber irgendwie, ne? Lässt er sich gerade nicht anklicken. Das finde ich ein bisschen doof. Weil ich gerade so ein bisschen Befürchtung habe, dass hier gerade irgendwas gleich abschmiert. Aber nehme ich den von Cat oder den von Bell? Ausstellungsraum. Boah, das sieht schon geil aus. Den nehme ich.
Nee, ich will hier. Da. Da. Und außerdem will ich. Ja, okay, das will ich auch. Ich will mit einmal dorthin gebracht werden. Obi, du kennst doch meine Kiesablade-Skills, ne? Ich will es gar nicht hören. Ich habe gerade mit einer Ladung diese Prozentzahl erreicht. Das wollte ich mal so angemerkt haben. Ja, wie gesagt, wir kriegen 800.000 dafür. Das hat schon seinen Grund, was wir da noch so rein investieren müssen. Das sind ein paar Kieslieferungen, ne? Jo. 20.000 pro Lieferung. Ach du Scheiße. Ich glaube, wir sollen noch ein bisschen was verdichten, ne? Verteilen. Meine ich ja. Hä? Dieses Ding ist komisch. Ich verstehe nicht, warum das so funktioniert, wie es funktioniert. Ist das inkompetent oder was? Nein, aber das hält ganz komisch ab. Oder hatte der Typ vom Fahrzeugshop nicht erklärt, wie das Ding funktioniert? Hat er tatsächlich nicht. Wie soll es denn wissen, wie es funktioniert? Aber ich glaube, dieses Fahrzeug, das mag es nicht, wenn ich, wenn ich gleichzeitig fahre und abladen will. Hoppala. Also ja, ich produziere ziemliche Berge. Sehr gut. Das mache ich übrigens nicht. Ja, halt doch leise, ey. Ich empfehle den von MAN. Du kleine riesige, Lusche. Du mit deinen riesigen Ami-Maschinen hier. Das ist keine Ami-Maschine. Nein. Sie jetzt auf Bergbau einsetzt, ne? Oder nicht im Straßenbau. Das hat einen mega geilen Wendekreis. Hast du den die Planierrobben irgendwo rumstehen? Ja. Krass, was hat man so ein Fahrzeug ordentlich geparkt? Ich bin begeistert. Ja. Boah, ich würde sagen, du nimmst einfach mal dir irgendwas zum Verteilen. Wie ich gerade sagte, beziehungsweise gefragt habe, ob die Planierrobbe noch da steht. Achso, ja, okay, das habe ich nicht gehört. Ich war zu fokussiert auf das ordentliche Kies abladen. Und dann planieren sie. Oder Motorkrader und sie haben wir auch noch. Nicht bei den Haufen. Nicht ja, bei ach, den Haufen. Scheiße, das ist der riesige. Ich sehe es jetzt erst, das ist der riesige Hügel. Der riesig? Der war gerade auch doppelt so hoch. Warte mal, wie viel bezahlst du für eine Ladung Kies? 10.000. Na, ich bezahle in dem anderen Muldenkipper habe ich 19.000 bezahlt. 18.000. Das heißt, da passt nochmal doppelt so viel rein. Ja, dafür kann ich aber auch nicht abladen. Ja, nie. So, wir haben jetzt eine Bahn gemacht. Achso, ja, Glückwunsch. Geht's auf die andere Seite der Bahn, also auf die andere Seite rüber. Ich mach jetzt mal den anderen Rand. Also, wenn ihr irgendwie Bescheid wisst, was da so die beste Taktik ist hier mit Kies liefern, ob man das alles auf einen Haufen tun sollte und dann einfach mit verteilen oder ob man das jetzt so macht wie Pascal, da könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, weil ich weiß es bisher nicht so richtig. Also ich würde behaupten, wohl beides am besten, weil bei dem Planierraumplix habe ich immer Angst, dass man zu viel Erde wieder aufwirbelt und dann der Kies untergebaggert wird und dann verloren geht, sag ich mal. Ne, das ist nicht so viel tatsächlich im Moment. Also ist gut, du darfst natürlich die Schaufel nicht komplett im Boden rammen. Naja, was soll die Zuschauer jetzt beraten?
Was hast du gerade gesagt? Soll die Zuschauer entscheiden. Was besser ist. Zuschauer entscheiden. Oh, ich hab gerade verstanden, dass irgendwer. Jetzt haben wir einen Zuschauer oder so. Ich dachte, es wäre gerade hier irgendwer random in den Aufnahmechannel in den Discord rein. Jemand auf den Server gejoint hat und sagt. Was? Nee, auf Discord. Discord, Voice Channel. Oh. Da ein Zuschauer. Aber vor allem unser Channel, den wir nutzen zum Unterhalten, der ist ja auch versteckt auf unserem Discord-Server. Apropos Discord-Server, ist eine perfekte Werbeüberleitung, ne? Ja, könnt ihr gerne vorbeischauen. Kommt doch gerne auf unseren Discord, wenn ihr Leute suchen wollt zum Spielen von Simulatoren, wenn ihr einfach nur quatschen wollt. Wenn ihr immer Bescheid wissen wollt, wenn neue Videos oder Shorts rauskommen, dann sofort. Vor allem, wenn sie nicht rauskommen. Ja, und unsere, ich sag mal, Pressemitteilungen, wenn wir irgendwas nicht rausbringen, die gibt's natürlich auch alle dort auf dem Discord. Aber so gibt's auch ein bisschen Hintergrundwissen, was aktuell so in Planung ist, ob wir irgendwie wieder was neu machen. Aber die Aufnahme könnte leider nicht reinplatzen, weil der Channel, den wir zum Aufnehmen nutzen, der ist leider versteckt für alle, die nicht Admin sind. Was heißt leider? Gut so. Zum Glück, ja. Sonst hätten wir es tatsächlich mit das, in jeder Aufnahme irgendjemand plötzlich reinplatzen würde. Ist nicht so, als wäre das noch nie passiert, deshalb. Ja, aber dann waren das Leute aus der Leitung. Aber das passiert dann meistens eher, weil wir aus Versehen in falschen Channel sind. Dass wir dann irgendwie in unserem Laber-Chat sind. Sichtlich ist, also sichtbar ist. Oder nicht Aufnahme dran steht, ja, im Channel auch. Wenn Leute einfach nur denken, ach, man ist gerade im Channel und will sich mit anderen Leuten aus der Leitung unterhalten. Und dann, ups, Aufnahme. Ist noch nie vorgekommen. Ich möchte einmal an Richard aus BER Bausimulator im Finale. Nicht nur Finale, das war die letzten 10 Folgen. Der war, ich glaube, in den letzten 4 Folgen. Ach, stimmt, das war eine Aufnahmesession dann, oder wie? Ja, ich habe damals die Folge an einem Stück aufgenommen, weil der war für die Pause, also für die Sommerpause damals vorproduziert. Ey, was ist denn mit dem Baumodus kaputt? Schon wieder alles grün. Ha. Apropos Sommerpause, gibt es demnächst auch noch einen News and Noise dazu, bezüglich dem ganzen Thema. Hallo, Baumodus? Danke. Nur das ganze Frühlingspause heißen wird und nicht Sommerpause. Das muss man auch nochmal aufnehmen, Tobi. Ja. Oh, so viel zu tun. Ja. Ich hab Häufchen gemacht. Ich würde mal zum Arzt gehen, wenn es so grau und steinig ist, würde ich zum Arzt gehen, wirklich. Ja. Vielleicht war es von meiner Hausärztin heute, um mich krank zu schreiben. Ich war heute beim Zahnarzt. Boah. Ich weiß nicht, ob das irgendwen interessiert, aber ich sag's einfach jetzt auch nochmal mit in dem Kontext. Ja. Ich meine, irgendwas müssen wir ja reden. Ich habe natürlich mit der Krankheit infiziert, dessen Name nicht genannt werden darf. Mit der man jetzt in öffentlichen Einrichtungen nicht so gern gesehen wird wie in Schulen. Deswegen, auch wenn es mir körperlich halbwegs in Ordnung geht, ich da nicht aufkreuze. Du hast dich vorhin darüber beschwert, dass dein kompletter Hals kaputt war? Du kennst mich, Tobi. Solange ich nicht sterbe, gehe ich. Eieieiei. Vor allem, weil ich in der Abiturphase bin. Ich habe jetzt nicht so Bock auf Verpassen von Zeug. Und vor allem, weil ich auch 3 Millionen Menschen hinterher telefonieren muss, weil ich natürlich mit jedem anderen. In jedem Kurs mit jemand anderem Unterricht haben. Na, ich habe tatsächlich so 2-3 Leute, mit denen ich in ziemlich vielen Kursen bin. Ja, das habe ich nicht. Sehr schön, dass du nur 2-3 Leute brauchst, um alle den Kurs abgedeckt zu haben. Alter, wir haben jetzt ein Drittel geschafft. Wollen nämlich verarmen. Ey, komm, das ist auch nicht viel, was wir hier geliefert haben. Ich meine, das, was ich da oben verteilt habe, das ist eine große, relativ große Fläche. Aber ich tue schon eine Viertelstunde lang hier Kies hinbuttern.
Mauer hast du ja auch fein verteilt. Meine Häufchen. Hab ich toll gemacht. Und auch deine Häufchen. Finde ich auch. Aber das ist halt hoch. Komm darauf klar. Ja. Wir hatten es ja extra diabolisch eingestellt, damit wir auch leiden. Was ist diabolisch eigentlich für ein Wort? Irgendwie ist keine Sorge, wir das nicht eingestellt, weil wir irgendwie, keine Ahnung, wollen, dass wir leiden, sondern einfach nur, weil wir uns dachten, so, für den Entertainment-Faktor. Ja, deshalb. Nee, und damit ich mehr Folgen daraus machen kann. Einfach, dass uns leiden selbst, uns selbst leiden zu sehen, deswegen ist das einfach eingestellt. Wie heißt das, Masochismus oder wie? Ja. Nur mit Masochismus eher in einem anderen Kontext benutzt. Hier mit, oder wie? Mit dem was? Nee. Nicht? Nee, in einem noch anderen. Okay. Also, zählt zwar alles rein, aber benutzt wird es sehr gerne nur in einem Kontext. Okay, und diesen Kontext willst du hier nicht nennen, weil dann wird das Video weniger empfohlen, weil du Wörter gesagt hast, die man nicht sagen sollte. Richtig. Ah. Sonst hätte ich schon was ausgespuckt. Ach, Gott. Mir fällt gerade auf, wir sind schon so lange auf YouTube, wir haben schon so viele Sachen, die passiert sind. Ich muss mich gerade an Hof Bergmann Folge 69 zurückerinnern. Weißt du, was da passiert ist? Noch? Ja, ich weiß es noch. Ja, an dem Tag wurde ich nochmal aufgeklärt. Ja, warte mal, nee, du wurdest nicht an dem Tag aufgeklärt, aber... Nee, nochmal, also zu einer gewissen Art und Weise. Also ich habe was dazugelernt. Sagen wir es so. Weil ich live in der Folge Wikipedia-Artikel vorgelesen habe halb. Den würde ich aber heute noch nicht mehr vorlesen in der Folge. Oder zumindest nur mit bla 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 beep, bla 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 beep, bla 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 beep. Genau, dann würde ich es nur in der Folge machen, die Tobi schneidet, damit er das Ganze dann alles zensieren darf. Ach, ich lasse das so. Einfach drin lassen. Ne? Scheiß auf den Algorithmus. Ey, was ist der Algorithmus? Ich glaube, das habe ich auch schon zu viel gesagt. Ich glaube, im Algorithmus mag uns das auch nicht mehr. Wenn wir sowas sagen, das ist eine Short packen und da drin das Video verlinken, dann wird das doch eben gepusht. Also jetzt nicht von YouTube, aber von Menschen. Ja. Aber wir müssen ja eigentlich nur aufpassen, eigentlich auf die ersten 15 Sekunden. Weil YouTube hat ja dazu eingeführt, dass man in den ersten 15 Sekunden des Videos familienfreundlich sein muss. Und dann wird das, weil wenn das nicht der Fall ist, wenn da irgendwo ein Schimpfwort und irgendwas Böses kommt, dann wird das Video sofort gelb. Gut, hat jetzt noch keine Auswirkung, weil wir noch nicht so viel Monetarisierung auf unseren Videos haben können. AKA 0. Mehr abonnieren. Ey, Leute, 6% haben abonniert. Wirklich. Was? 6%. Nur 6%? Das heißt, ganz schlimm. Mathe Grundkurs wissen, 92% von euch haben nicht abonniert, aber schauen zu. Skandalös. Hast du gerade wirklich außer, zwei... Außer, dass ihr mal eure Mauszeiger auf Pascal, den Abo-Knopf draufdrückt. Pascal, bitte. Was? Lass diese 92 Absicht gewesen sein. Hä, wieso? Wir sind 94. Ach so. Oh mein Gott. Ich sag ja, Kraft meines Mathe-Grundkurs-Wissens. Ich hatte doch so die Hoffnung, dass du es absichtlich falsch gesagt hast. Nachdem du dann noch ein paar Sekunden gebraucht, habe ich diese Hoffnung auch verloren. Ich gehe mir jetzt was zu trinken holen. Ich sehe mich schon bei der Mathe-Abi-Prüfung. Ich gehe mir kurz was zu trinken holen, der Pascal, der... Wenn das Video hier übrigens rauskommt, würde ich mir Mathe-Vorabitur schreiben. Wäre ich nicht mit dieser ominösen Krankheit, deren Name nicht genannt werden darf, erkrankt. Vorausgesetzt, ich schaffe das rechtzeitig zu schneiden. Aber gut, ich gehe mir einen Schluck zu trinken holen. Beziehungsweise... Nee, pass auf, das mache ich nach der Folge. Denn... Wir verabschieden uns jetzt erstmal für den Teil hier. Wir machen es natürlich wieder so, dass wir die Folgen in Stücke schneiden. Und ja,
Ich würde sagen, dann sehen wir uns einfach nächste Woche Mittwoch wieder. Du kannst ruhig weiterarbeiten, Pascal. Das ist nicht schlecht, wenn du im Hintergrund weiterarbeitest. Ja, also ihr seht uns, nachdem das Kies verteilt wurde. Ja, okay, wenn du dir das auftun willst, von mir aus. So spannend ist das Kiesverteilen jetzt auch nicht mehr. Wenn man genug Quatsch dazu, dann ist alles spannend. Das ist ja nur Hintergrundarbeit hier. Es geht ja um uns, es geht ja um unser Creator, was auch immer, und Entertainment. Okay. Es geht um uns als Persona. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.